Nicole Mutschke ist mir jetzt zugeschaltet. Sie ist Rechtsanwältin für Reiserecht. Ganz herzlich willkommen, Frau Mutschke. Also das Ganze, Ralf hat es angesprochen, gilt dann offensichtlich und ist abgezielt auf Urlauber. Jetzt zur Herbstreisezeit, zu den Herbstferien. Was muss ich jetzt, wenn ich mit meiner 4-, 5-, 6-köpfigen Familie verreisen möchte, was muss ich denn da jetzt beachten? Und ich komme aus einem Risikogebiet oder weiß es vielleicht gar nicht. Ja, also als erstes ist wirklich angesagt, dass man abcheckt beim Robert-Koch-Institut, ob der eigene Wohnort, nämlich der ist entscheidend, als Risikogebiet gilt. Das ist sozusagen der erste Schritt. Und der zweite Schritt, der war bisher und ja, ich würde sagen, wird es auch noch sein, sich anzugucken, wie die Regelungen im Urlaubsort sind. Denn das Beherbergungsverbot, das meint wirklich nur den touristischen Aufenthalt in Hotels oder Ähnlichem. Und die Bundesländer können trotzdem noch Quarantäneregelungen separat einführen. Die können Sonderregelungen für Familienbesuche einführen. Also sprich, so richtig klar ist damit noch immer nicht, wie es in den einzelnen Bundesländern aussieht. Es ist ein bisschen mehr Klarheit. Gut, dann könnte ich, wenn es um Hotels geht, könnte ich da etwas über Airbnb oder Couchsurfing, fällt das auch drunter oder wäre das ein Schlupfloch? Nein, ist kein Schlupfloch. Also die bisherigen Bundesländer, die das ja eigentlich auch fast alle schon geregelt hatten, die hatten in der Regel auch schon ein Beherbergungsverbot. Also ich würde jetzt mal so schätzen, 2/3 ungefähr hatten genau das sowieso schon geregelt. Und die hatten auch schon ganz klargestellt, dass damit jetzt nicht nur Hotels gemeint sind, sondern eben auch Ferienwohnungen, Campingplätze oder Ähnliches. Also es gab da ein paar Ausnahmen, wenn man sozusagen vielleicht eine Eigentumswohnung da hatte, die man regelmäßig nutzt. Aber ich sag mal, wenig Schlupflöcher im eigentlichen Sinne eigentlich nicht. Dann lassen Sie uns jetzt mal ein Szenario aufbauen. Also die Familie hat den Urlaub geplant für die Herbstferien, hat gebucht, ist noch nicht aus einem Risikogebiet, aber just 2 Tage vor den Herbstferien sind Sie Risikogebiet. Was dann? Ja, tatsächlich ist es dann so, dass das ganz genau als Risikogebiet gilt. Es ist nicht die Buchung entscheidend, sondern der Moment, in dem ich in den Urlaub fahre. Aber das Gute für Urlauber ist eigentlich sozusagen dieses Verbot, weil man sich dann zumindest nicht um mehr die Kosten Sorgen machen muss. Das war in einigen Bundesländern jetzt auch unklar. So nach dem Motto, ich kann jetzt, darf jetzt gar nicht fahren, muss ich trotzdem mein Hotel bezahlen. Mit einem Beherbergungsverbot ist zumindest diese Sorge vom Tisch. Das Hotel kann ja dann in dem Moment gar nicht den Vertrag erfüllen. Es darf sie nicht beherbergen, weil sie aus einem Risikogebiet kommen. Und dann haben sie zumindest die Gewissheit, dass sie eben, ja, Gott sei Dank, dann nicht auch noch den Urlaub bezahlen müssen, den sie nicht antreten können. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.